Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit dem Skaldenwolf und mir. Heute wird's eventuell ein bisschen ruhiger, denn wir wollen alles ein bisschen auf Vordermann bringen, ein wenig weiterbauen oder aufrüsten, sag ich mal so. Vielleicht noch ein bisschen was im Garten machen. Schauen wir mal, was so alles anfällt. Wir haben auch schon einiges im Ofen am Durchlaufen, dass wir noch ein paar Ziegel kriegen, weil, wie man sieht, ist hier noch alles aus Holz. Das muss noch ein bisschen geupgradet werden, denn man weiß ja nie, wo die Säuberung stattfindet. Und wenn man hier sieht, allzu lang ist es auch nicht mehr hin. Und das wollen wir doch, dass diese Hütte hier überlebt. Also würde ich sagen, ist unser Hauptsitz. Ist der einzigste Sitz, den ich so mittlerweile in meinem Kopf eingespeichert habe. Die anderen kenne ich ja alle gar nicht so wirklich auf dieser Karte. Mein Gott, die Frau hier macht Verrenkung höchsten Grades. Respekt, Respekt. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir doch, wie es weitergeht. Ich habe schon so lange in diesem Spiel nicht mehr gecraftet. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt noch alles freigeschaltet habe, nachdem ich diesen einen Trank getrunken habe, um alle Werte zurückzusetzen. Aber das werde ich ja dann gleich bemerken. Gehen wir mal zu dem Wölfchen rein. Ach ja. Ich habe Hunger. Tag. Tag auch. So, ich habe gesagt, wir machen heute eine gemütliche Folge. Ja. Tja, lieber Nelly. Läuft ja auch schon ein bisschen im im Doofen durch, ne? Im Ofen durch. Ich gehe Gras massakrieren. Okay. Wir brauchen mehr Dünger. Parallel finde ich vielleicht ein paar Bienchen. Wir müssen. Ach so, ich habe versprochen, dir das auch zu sagen. Zwar Ja. habe ich gesagt, wenn die keinen Bock haben auf so ein Spiel, kein Problem. Einfach Spiel minimieren. Die sollen jetzt einfach YouTube minimieren, habe ich gesagt. Wir machen jetzt eine Art Podcast. Ja? Wir unterhalten Ja. jetzt einfach die Menschen. Das ist Service. Oh, der Garten ist aber ganz schön gewachsen. Ja, das sieht voll geil aus. Alter Wir müssen uns jetzt mal ein Verwalter. bisschen aktiver darum kümmern, weil ich glaube, das wird echt relevant. Also so richtig gutes Essen und so, ich denke, das wurde vernachlässigt. Ja, boah, das sieht ja wirklich nice aus. Ich hoffe, es ist Gärmittel. Also das ist zwar gewachsen, aber wir lassen es noch drin. Wir hauen noch mehr Dünger rein. Und ich hoffe, wir kriegen das so hin, dass da Samen mit rauskommen. Das wäre echt nice. Also bei. Was hatte ich denn hier reingepackt? Ach, hier haben wir 50 Gärmittel rausbekommen. Ich meine, ich habe bei den Samen dafür immer so drei oder zwei aufgeteilt, weil wir hatten ja 8 Stück. Und ich meine, ich hatte drei, zwei, drei reingepackt. Hatten wir nicht 9? Ich hatte nur 8. Auf jeden Fall, das Problem ist, wenn wir die jetzt abernten, sind sie weg. Das heißt, wir müssen irgendwie entweder neues Gärmittel holen. Das ist hoch oben im Norden. Yay. Oder wir müssen halt gucken, dass wir die Samen, also dass wir das richtig hoch düngen und gucken, dass vielleicht am Ende ein einziger Samen rauskommt. Das wäre wenigstens schon mal gut. Besser auch nicht, welche Samen man hier überall hier unten aus den Büschen rauskriegt. Nein, du kriegst immer nur aus den Samen, aus den Büschen das raus, Was für was Büsche die das Büsche raus sind. Also sind. wenn du Gärmittel willst, musst du Gärmittel ernten. Verdammt. Hätte ja Ja. klappen können. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir können das so anbauen, dass das funktioniert. Also mit der Sichel ist eigentlich ganz cool. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, ich bin überlastet durch Schalentiere. Kann sich das so einer vorstellen? Schalentiere. Mhm. Nicht schlecht. Hast Also. du denn den Blödsinn geschafft? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe die einfach da rausgenommen und schon war ich überlastet. Ich habe mir gedacht, die sollten wir vielleicht auch zwischendurch mal rausnehmen. Ja, Schalentiere wollte ich gleich voll machen, weil ich kriege ja hier die ganze Zeit Samen und Insekten.
Ja. Naja, Samen und Insekten. Das heißt, die Insekten packe ich da hinten gleich rein. Okay. Da kriegen wir wieder neue Fischis. Wobei bei den Schalentieren musst du, glaube ich, Fische reintun und bei den Fischen musst du Insekten reintun, oder? Ne. Dachte ich zumindest. So. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du ruhig mal eben ganz kurz in meine Nähe kommen. Ich bin nämlich hemmungslos überladen. Lustigerweise Ja. mit Gras. Also ehrlich, haben wir schon wieder das Thema hier. Muss mal eben meine Schalentiere abgeben. So. Und da werde ich auch noch belästigt von Handtaschen. Ach Aua. da. Da unten bist du. Immerhin sind sie nicht so nervig wie ein Sarkosuchus. Aber sie können trotzdem lästig heißen. Ich höre was. Was wiegt denn jetzt am meisten? Oh, da hinten war das dieser komische Oger. Oder wie auch immer der heißt. Hä? Ja, dieser hässliche Typ da. Der Was auch aus. immer, hier. Wie so ein Kopfloser. Schmeiß mal die ganzen Pflanzenfasern in den, wie heißt das Ding? In den Komposter. So, das ist kein Oger, das ist einfach Ja. nur ein Scheiß. Wie heißen die Teufel? Sieht für mich aus der Ferne wie ein Oger aus, also nenne ich's Oger. Weißt du, wie groß ein Oger ist? Sehr groß. Zumindest die in Destiny. Und sie leuchten und Ja. lasern. Und sie sind hochallergisch gegen meinen Granatenwerfer. Die sind hochallergisch gegen alles. Nein, leider nicht. Ich habe heute oft genug gemerkt, dass es anders ist. Ich habe immer noch nicht das perfekte Setup gefunden. Allerdings, es gibt da einige coole Vorschläge im Internet. Ja, ich muss Also mich da. Pflanzenfasern kriegt man halt echt viele mit der Sichel. Das ist so nice. Hier ein Schlag, 22 Stück. Ich muss sagen, ey, meine neue Skillung ist jetzt vielleicht auch nicht ganz optimal. Conan oder? Ja. Meine Ich bin Ausdauer mir ist nie ein sicher, bisschen von was du blöd. sprichst. Ja, Conan. Meine Ausdauer und meine Belastbarkeit. Aber das hat man davon, wenn man bei. Bei. Also die Hexe können wir auch platt machen mit der Skillung. Danach könntest du theoretisch. Danach könnte ich theoretisch wieder umschwenken. Okay. Ja, wir müssten nur vielleicht endlich mal das richtige Mittel herstellen können, weil sonst musst du jedes Mal alle Bauwerke neu lernen. Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen schwierig, schwierig, weil ich habe jetzt das ein oder andere sowieso wieder vergessen. Erzähl mal einen Witz. Ich kann keine Witze erzählen. Ich auch nicht, deswegen sage ich es dir ja. Ja, toll. Ich kann dir nur sagen, ich habe schon wieder. Warte, lass mich überlegen. Wo sollte ich das nochmal reinpacken? Hasen. Das Pflanzenzeug. In den Komposter. Ach, danke. Das fehlte mir gerade. Bitte. Ja, hallo, ich habe nicht dieses Gesetz geschrieben, dass man immer sagt, Frauen können alles auf einmal machen. Du Nee. kannst aber nicht mal eins gleichzeitig. Das stimmt nicht. Ich habe gerade geredet und bin gelaufen. Das sind schon mal zwei Sachen. Wieso hast du nicht geatmet? Ach so, ja, dann sind es jetzt schon drei Sachen, siehst du? Ja, ich sehe, dass du gerade dein eigenes Argument entkräftet hast. Oh, ich habe noch Schalentiere auf der Hand. Also manchmal ist diese kleine Bubble von der Keto ganz, ganz klein und manchmal, wenn ich weiter wegstehe, ist die so unendlich groß. Manchmal sieht das auch so aus, als wenn die das. Oh, das ist ein Pferdeschweif. Als wenn die das Haus von der einen Seite total beleuchtet und manchmal ist es wieder stockfinster. Also wir haben endlich wieder neuen Fisch. Das ist sehr geil, weil jetzt können wir endlich, endlich, endlich wieder Fischstreifen machen. Achso, ich pack Ich bewege jetzt. mal den sexy Hintern der Kleinen, ne? Perfekt. Jo. Ach nein, ich wollte Guck doch nicht mal, wie das aufsteigen. verbesserte Herz sich so macht. Nein, Warum das. tust du Schalentiere und alles hier in den Ofen? Da werden die nicht gemacht.
Oh, Entschuldigung. Wo Du mussten Sie bist noch mal hin? stressig. Ich glaube, du wärst die schlimmste Mitbewohnerin der Welt. Meinst du, ich würde das Essen nicht in den Kühlschrank packen oder so? Keine Ahnung, du wärst bestimmt wie diese total bekloppten Sims manchmal. Nein. Ja. Ich hänge im Pferd fest. Mein Problem. Bin spontan Arschloch jetzt. So. So, kommt denn jetzt hier alles nochmal rein? Ich weiß selber manchmal nicht mehr, wo hier die Sachen reinkommen. Ja, dann bin ich ja erleichtert. Ja, weil wir in letzter Zeit so viel neuen Kram finden. Dinge, die ich teilweise nie genutzt habe. Zum Beispiel, ich mache eigentlich nichts mit Garten. Tja, jetzt kommt's einfach mal an die Reihe. Ja, jetzt, wo es gegen Ende des Spiels geht, ne? So, ich packe jetzt erstmal alle Schlangenpfeile in das Inventar von meinem Pferd. Also, falls ich dich irgendwann mal frage, wo die sind, weißt du Waffenkisten Bescheid. leer genug, dass sie da rein können. Ach man, nur muss ich die ja doch hin und her schleppen. Mach's lieber, weil du weißt ganz genau, wie das sonst endet. Meinst du, das Pferd könnte nicht lange überleben? Nein, du vergisst es wieder. Sag nicht, es stimmt nicht. Maybe. Du weißt nämlich ganz genau, dass spätestens in der nächsten Folge heißt es, aber weißt du noch, wo ich meine Pfeile hingetan habe? Stimmt doch gar nicht. Weiß, ich schmunzel auch nicht bis ans andere Ende der Welt. Ja. Weiß nicht. Aber ist das fair deinen Zuschauern gegenüber, dass du lügst? Schäm dich. Jetzt kommen wir nicht auf diese Schiene. Ich habe keine Ahnung, warum du immer alles in diese Saftpresse tust. Ich habe da nichts reingetan. Nachdem du. Ah, dann weiß ich, wo die Knochen herkommen. Dann waren die vom Krokodilkadaver. Die tun wir dann mal hier rein und machen jetzt mal Zeug. So, und Salz. Was haben wir hier noch so? Hauptsache, ich war's, ne? Natürlich warst du es. Du warst selbst die Dinge, die du nicht warst. Und dann heißt es in den Guides immer, ja, ich weiß auch nicht, wer die Sachen da reingelegt hat. Weiß ich auch nicht. Aber wenn irgendwas komplett falsch ist, kannst das eigentlich nur du gewesen sein. Ja, wie wär's mal mit den anderen Leuten, die hier auf dem Hof arbeiten oder doof rumstehen? Die wissen aber, dass sie sterben, wenn sie Fehler bauen. Ja, ich weiß auch, dass ich sterbe. Stört es mich? Nein, ich bin es gewohnt. In letzter Zeit weichst du häufiger aus. Ja, siehst du, ich trainiere. Bis zu dem Punkt, wo du nicht aufpasst. Ja. Das wird ein langer, harter Kampf. Spätestens wenn du dich ausloggst, liegst du am Boden. Soll das jetzt eine Drohung sein? Mann, ein Fakt. Cool, wo haben wir denn Sternmetall her? Hä? Egal. Wir haben irgendetwas zerlegt und das hat Sternmetall gegeben. Das finde ich sehr okay. Also ich habe letztens eigentlich nur irgendwie eine ganz einfache Rüstung zerlegt. Von dem, den ich aus Versehen in der letzten Folge, glaube ich, platt vor der letzten Folge platt gemacht habe. Ach du, ich zerleg hier andauernd irgendwas. Mal ist da was dabei, mal nicht. Ich meine, es soll Gut. mich jetzt nicht stören, dass wir eines der besten Materialien im Spiel da drin haben. Wie sieht's denn mittlerweile im Ofen aus? Der macht immer noch. Ach, der macht die Eisenbarren, hatten wir. Weißt du was? Unser Bienenstock sieht einfach geil aus. Zwei Bienenstöcke so relativ klein und der nächste einfach doppelt hoch. Gut. Wie sieht's denn aus hier mit dem Ofen? Ja, Wo da ist denn stand ich der? gerade dran. Der ist bei Stahlbarren. Könnt theoretisch kurz Stahlbarren abbrechen, damit er die Steine schon mal anfängt, aber der kann jetzt auch eigentlich mal eben durchlaufen. In dieser Folge werden wir das eh nicht mehr schaffen. Nee, das stimmt. Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal Sachen farmen und entlasten die Leute mal ihre Freiheit. Warte, das kann ich nicht zulassen. Was? Ja. Alles gut bei dir? Alles. Moment.
Du hast gerade was von Freiheit oder so gesagt. Ich dachte, das gibt es in deinem Ich Wortschatz meine gar nicht. Zuschauer. Ach so. Ich dachte, du willst jetzt die ganzen Sklaven laufen lassen, Freunde laufen lassen hier. Du. Was sind Sie von Beruf? Zauberkünstler. Zauberkünstler? Ja, ich zersäge Mädchen. Haben Sie auch Geschwister? Ja, zwei Halbschwestern. Ja? Der ist fies. Oh, ich habe gerade mein neues Lebensmotto gefunden. Also, wenn mich einer fragt, warum ich so müde bin, sage ich ab jetzt, ich bin wahrscheinlich deshalb immer müde, weil so unglaublich viele Talente in mir schlummern. Ja. Eindeutig. So, was wollen wir jetzt machen? Die Folge beenden. Aber vorher habe ich noch einen Witz. Ein Junge hilft einer alten Nonne über die Straße. Sie? Vielen Dank, mein Kleiner. Er? Kein Problem. Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Geil. Der ist echt gut. Herzchen, was sind gemischte Gefühle? Weiß nicht, gerührter Eintopf, keine Ahnung. Wenn deine Schwiegermutter rückwärts mit deinem neuen BMW auf eine steile Kuppe zufährt. Ja. Stimmt, das sind echt gemischte Gefühle. Ich glaube, da würde ich sofort auf die Straße kotzen, ey. Oh, Oh der ist Mann. cool. Vor 20 Jahren hätte ich mit nur 5 Euro in meiner Brieftasche Eier, Brot, Zigaretten und Milch vom Supermarkt mitgebracht. Heute haben sie überall Kameras. Oh. Hör auf, ey. Ich habe noch Muskelkater. Ich kann nicht so lachen. Nein, da wir in der nächsten Folge beziehungsweise jetzt offline gleich mal in die Hülle der Teufel gehen, muss der hier noch sein. Die junge Ehefrau kommt zu ihrer Mutter. Er hat gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Da entfährt es der Mutter und? Da kommst du ausgerechnet zu mir? Der zündet Weiß bei mir Bescheid. nicht. Und dann lacht sie. Schatz, das ist doch gar nicht unser Baby. Er, pst, nicht so laut. Kinderwagen ist viel, viel besser. Mensch, du hast da echt sehr günstige Beschaffungsmaßnahmen gefunden. Und mir fällt gerade auf, wie schön die Banner zusammen aussehen. Naja, gut. Und wie hässlich die Banner gestaltet sind. Aber auch gut. Ja, aber hey, zumindest alles rot, ne? Also dieser Mini-Baum hier ist überhaupt nicht übertrieben. Nö, Ist gar nicht. die Alraune, ne? Nee. Warte mal doch. Das hier? Nein. Oh Hä? doch. Meine schon. Tatsache. Da muss ich wieder an die Harry Potter Dinger denken. Götter, hast du gerade wie ein totes Meerschweinchen geklungen oder draufgetreten? Warte, ich hol's noch mal raus. Nein, die kreischen ja noch viel schlimmer. Ich Ja, wollte's sag tschüss. halt nicht übertreiben. Okay, dann bin ich ab jetzt ruhig. Ich hoffe, euch hat die ruhige Folge Spaß gemacht und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Lasst doch ein Abo bei uns beiden da und vielleicht ein Kommi, was ihr eventuell noch demnächst in Conan sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.